Es war in mehrfacher Hinsicht ein Erfolg für die Münchner Löwen, dass sie im Duell mit dem Tabellenführer eben nicht verloren haben. Diesmal kamen die 60er sogar nach einem Rückstand zurück und trotzten dem besten Team der dritten Liga einen Punkt ab. Auch wo wir jetzt 1-0 zurückgekommen sind, haben wir diesmal die Köpfe nicht hängen lassen. Und das war auch so ein bisschen so in den letzten Spielen immer so das Ding, wenn wir ein Gegentor bekommen haben. Dann gibt es natürlich Aufwind, gibt die zweite Luft und ich denke, wir haben es ab da sehr gut gemacht und haben alles rausgehauen. Zwar gelang auch im dritten Spiel unter Maurizio Jakubacci kein Sieg, doch dieses 1:1 zeigte, dass der Trainer allmählich Veränderungen und damit Verbesserungen bei seinen Spielern erreicht. Ich durfte nicht die Mannschaft in diese mentalen Verfassung zu übernehmen, ganz klar. Man kann das nicht wissen, wenn man von außen das Ganze betrachtet. Aber es ist auch verständlich, nach so viel Zeit, wo sie nicht mehr Siege erreicht haben. Und was ebenfalls wichtig ist, die 60er haben endlich wieder ihre Fans begeistert und vor allem für sich als Mannschaft Vertrauen zurückgewonnen. Das fühlt sich mega an natürlich. Also ist ja klar, hier im Grünwalder Stadion, die Stimmung ist brutal, das nimmt dich nochmal mit. Wir haben versucht, die Fans anzufeuern, sie haben uns mitgenommen, sie haben uns getragen. Wir sind unglaublich stolz auf die Fans auch. Wenn die Jungs draußen das spüren, dass du alles auf dem Platz lässt, ja, dann sind die hinter uns. Und das sind wir denen schuldig, das sind wir uns schuldig und so müssen wir halt weiter jetzt machen. Jetzt heißt es, den Schwung zum Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue mitzunehmen. Denn was noch fehlt und was fast überfällig ist, ist der erste Löwensieg seit Monaten.